Wenn wir anschauen, die BAV heute, von was wir überhaupt sprechen, wir haben nämlich historisch immer noch viel Direktzusagen. Pensionskassen, Direktversicherung sind gewachsen. 40 Milliarden, 20 Milliarden der Pensionsfonds, 110 Milliarden die Pensionskassen. Dann haben wir noch 209, 470 Milliarden gehabt. Und wir haben mal eine Untersuchung gemacht oder gefragt in Xing an Makler, sind Versicherungslösungen in der BAV für Arbeitnehmer noch attraktiv? Damals haben wir uns geantwortet, 53 mit Ja, 41 mit Nein und 6 haben gesagt, sie kenne keine andere Möglichkeit. Wir haben dann weiter gefragt, warum kommt es im Rahmen einer BAV-Beratung an? Und da haben sie ankreuzen können, auch Mehrfachnennungen. Rechtssicherheit ist für viele wichtig. Sach- und Realwerte hat auch den übrigen Teil für wichtig gehalten. Vermeidung von 89 VAG sieht gerade mal die Hälfte als wichtig an. Angemessen faire und transparente Vergütung ist für die Makler auch wichtig. Und Nutzen und Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit 83%. Da stelle ich die Gegenfrage bei Versicherungslösungen, wo habe ich den Nutzen für den Arbeitgeber und wo habe ich den Nutzen für den Arbeitnehmer? Ich sehe ihn für beide nicht besonders groß, um nicht zu sagen, eigentlich genau betrachtet überhaupt nicht, aber da komme ich im zweiten Teil von meinem Vortrag drauf. Es gibt eine BAV-Entscheiderstudie von 2011, die ist von Standard Life in Auftrag gegeben und sind auch verschiedene Fragen, interessantesten Fragen. Sehen Sie eine Chance, den Anteil der Mitarbeiter mit einer BAV in den nächsten Jahren noch zu erhöhen? Und da, wenn Sie sagen, 16,6 gute bis sehr gute Chancen, mittlere Chancen mit 17,1, also da liegen wir schon bei 33, 34%. Okay, mit geringere und keine Chancen ist dann die größere Hälfte, aber immerhin deutlich mehr als ein Drittel sieht gute, sehr gute bis mittlere Chancen. Die Chancen werden ja auch nur gesehen vor dem Erfahrungshorizont. Da sind viele Unternehmer natürlich gefragt worden, da waren 5 verschiedene Versicherungsmakler von 5 verschiedenen Gesellschaften da. Jeder hat versucht, was zu machen. Insgesamt haben nicht mehr als 10 oder 15% mitgemacht, dass ein Unternehmer vielleicht sagt, naja, was sollen wir sonst noch machen, dass die Leute mitmachen? Ich sehe da keine großen Chancen. Ist auch klar. Welche Formen der betrieblichen Altersvorsorge bieten Sie an? Und das sind natürlich jetzt hier auf niederem Niveau. Aber wenn ich mir das obere im Prinzip anschaue, die Direktzusage und die Unterstützungskasse natürlich deutlich im Vormarsch, deutlich wachsend, weil einfach der Bedarf und die Volumina teilweise höher sind bei den Besserverdienenden und weil natürlich auch hier alternative Anlagen, egal wie, letztendlich an Bedeutung gewinnen. Ganz interessant ist die Frage noch, BAV heute, nach transparenten Produkten, welche Merkmale von Angeboten zur BAV sind überhaupt wichtig oder auf welche Merkmale kommt es letztendlich an? Und da ist das Wichtige, Sicherheit bei Insolvenz. Na, Sicherheit bei Insolvenz ist eigentlich überhaupt kein Thema. Unterstützungskasse, ob jetzt durch einen Versicherer rückgedeckt oder pauschal lotiert oder Direktversicherung durch einen Versicherer rückgedeckt oder pauschal lotiert, das Ganze ist immer hundertprozentig insolvenzgeschützt. Und zwar durch den Pensionssicherungsverein per Gesetz. Da kann man gar nichts falsch machen, da kann man auch nichts falsch ausfüllen, da kann man auch nichts hinterziehen. Oder doch, das kann man schon, aber das hat keine Auswirkungen. Immer schlechter natürlich in letzter Zeit. Aber es hat keine Auswirkung auf den Versicherungsschutz. Ein Mitarbeiter ist immer 100% geschützt ab dem ersten Tag bei der Entgeltumwandlung. Beim Arbeitgeberfinanzierten nach Ablauf von 5 Jahren, wenn es unverfallbar ist. Transparenz des Angebots. Sehen hier 78,8% als wichtig. Also wenn Sie mal die Steigerung, das untere ist immer das letzte Jahr, 2010, dass die Transparenz immer wichtiger wird. Warum wird Transparenz immer wichtig? Weil das Vertrauen immer sinkt. Dann zeigen Sie mir mal ein Versicherungsprodukt, wo einer sagen kann, ja, ich weiß, wie transparent es ist, was ich immer zu jedem Zeitpunkt rausbekomme, gerade wenn ich einmal aufhöre, gerade wenn ich einmal stilllege, gerade wenn ich ein Jahr früher aufhöre. Klar, gibt es irgendeine Garantie, klar gibt es irgendwas, klar gibt es vielleicht ein paar Rückkaufswerte ausgewiesen, klar gibt es vielleicht auch irgendwelche Kosten ausgewiesen. Aber Transparenz schaut für mich anders aus. Transparenz ist für mich ein Sparbuch. Wenn ich 100 Euro aufs Sparbuch einzahle, und kriegt 2,5% Zinsen, dann sind im nächsten Jahr 102,50 Euro drauf.
Wenn ihr dann nochmal 100 Euro einzahlt, sind 202,50 Euro drauf. Wenn sie das wieder verzinst ein Jahr, sind 207,50 Euro drauf. Also das kann ich im Kopf rechnen. Mit Papier, mit Bleistift, das kann jeder rechnen. Muss ja nicht viel von Mathematik oder Versicherungsmathematik verstehen. Und so muss aus meiner Sicht auch ein BAV ausschauen. Lebenslang garantierte Rente. Ja, lebenslang garantierte Rente ist eine Frage von der Berechnung. Ich habe einen Zeitungsartikel, Handelsblatt, glaube ich, war es im Oktober, auch ein großer Versicherer im Alphabet ganz vorne, hat gesagt, wir rechnen mit 102 Jahren Lebenserwartung. Ja, mit 102 Jahren Lebenserwartung, behaupte ich als Nicht-Mathematiker, ist keine große Kunst, profitabel zu sein mit 102 Jahren Lebenserwartung. Stirbt einer mit 92 Jahren, brauchen wir schon einen 112-Jährigen. Ab und zu wieder braucht auch einer mit 82, braucht einen 122-Jährigen, bloß dass der Durchschnitt stimmt. Das ist immer das, wo ich sage, wenn ich Wettanbieter bin und eine Lebenserwartung ist nichts anderes als eine Wette auf den Tod, dann biete ich die Wette an, die ich zu möglichst 100% gewinne. Klar, es sind Einzelfälle dabei, die verliere ich auch, aber 1-2% zu verlieren ist kein Problem. Und wenn ich ein Unternehmen habe, das 10, 15, 20, 100 Mitarbeiter hat, ja, dann werden Sie die in der Lebenserwartung schon so verhalten wie alle. Selbst im 10-Mann-Unternehmen wird einer früh sterben, einer wird älter werden. Vielleicht weichen die ein paar Jahre ab vom Durchschnitt, aber es wird passen. Und wenn ich mir das nicht zutraue, dann mache ich ganz normal Kapitalzusagen. Da habe ich gar keine Lebenserwartung. Da brauche ich nur auf 65 oder 67 das Lebensjahr abstellen. Flexibilität wird von 78% als absolut wichtig und absolut steigender Dynamik als wichtig gesehen. Ja, wie flexibel sind Versicherungsprodukte? Rückgedeckte Unterstützungskasse, gleichbleibende oder steigende Beiträge. Wenn stilllegen, werden sofort Leistungen runtergefahren. Nicht jederzeit können sie das auch wieder in Kraft setzen und so weiter. Höhe der Rendite. Ich glaube, ich braucht man wenig dafür sagen. Rendite ist immer das eingesetzte Kapital und nicht auf irgendeiner Residualgröße, wo ich einen Topf lege und sage, das ist für mich als Mitarbeiter bestimmt. Da gibt es auch ein paar Zinsen drauf und nach 20 Jahre ist das eingezahlte Kapital wieder da. Und natürlich Höhe der staatlichen Förderung letztendlich.